Wann sollte ein Mensch Sex haben dürfen? Wann sollte ein Mensch wählen dürfen? Wann sollte ein Mensch Drogen konsumieren dürfen? Aber auch, zu welcher von der Gesellschaft festgelegten Kategorie gehört dieser Mensch? Auf all diese Dinge trifft ein Konzept zu. Die Welt ist analog, nicht digital. Niemand wacht an seinem 18. Geburtstag auf und weiß jetzt auf einmal, welche Partei nicht scheiße ist. Aber trotzdem müssen wir Grenzen ziehen. Und diese Grenzen sollten simpel sein. Es wäre enorm unpraktisch und quasi undurchführbar, wenn man erstmal irgendeine Formel konsultieren müsste, ob man denn nun wählen darf, ob man dafür bereit ist. Da die Welt analog ist und damit unendlich komplex, werden wir immer irgendwo etwas Komplexität weglassen. Egal was wir tun. In manchen Bereichen brauchen wir mehr Komplexität und können mehr in Kauf nehmen, in manchen nicht. Aber wir werden immer etwas Komplexität unter den Tisch kehren. Und das ist leider so, weil Menschen für analoge Komplexität zu dumm sind.